Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich bin gerade nach Hause gekommen, hatte halt ganz normal Schule, haben wieder ein paar Noten bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Also wir kriegen auf jeden Fall immer alle unsere Noten vorher. Und heute habe ich wieder ein paar Noten bekommen. Und ich hatte erst Angst, dass mein Zeugnis schlecht ausfällt, aber ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ist okay. Ich habe mich in ein paar Fächern verschlechtert, dafür auch in Fächern verbessert. Ich muss nämlich noch eine Klausur schreiben, habe ich heute erfahren. Also ich wusste, dass ich sie schreiben muss, aber ich wusste nicht wann. Die muss nämlich noch eigentlich korrigiert werden, dass die noch in dieses Zeugnis mit eingeht. Und es müssen irgendwie in den nächsten Tagen die Noten schon feststehen. Deswegen wird das alles ein bisschen knapp und ich muss heute dann dafür lernen, weil ich möchte auf jeden Fall noch meine Note in dem Fach verbessern, weil die nicht so gut ist bisher. Und deswegen werde ich jetzt lernen. Gleich werde ich mir erstmal was zu essen kochen. Ich habe mir gestern Rezepte rausgesucht und ich glaube, ich mache so ein Kichererbsen-Linsen-Curry mit Reis. Und jetzt gucke ich erstmal Snaps. Alle sind jetzt in Berlin auf der Fashion Week und ich sitze hier so. Okay. So, ihr Lieben, ich habe gestern nicht gevloggt. Ich habe es einfach vergessen. Und zwar gestern. Ich bin zur Schule gegangen, wollte meine Bio-Klausur nachschreiben. Und dann hatte mein Lehrer die Klausur nicht dabei. Jetzt habe ich die Klausur heute nachgeschrieben. Was war das? Und sie war gut. Mir ist eine ganz schlaue Sache heute passiert. Ich hatte so Frühstück Haferbrei dabei. Und hier könnt ihr es sehen. Die Dose ist einfach ausgelaufen. Also sie hat sich geöffnet. Lecker. Gut auf meinem Taschenrechner-Case. Schön. Das ist super. Klasse. Ich bin gerade am Video schneiden. Das Video habe ich, glaube ich, am Samstag oder so gefilmt und heute ist schon Mittwoch. Also ich bin so ein richtiger Aufschieber-Mensch. Also ich schiebe alles auf. Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, ich schieb's auf. Guck lieber noch ein YouTube-Video. Macht sonst noch irgendwas, anstatt meine Aufgaben zu erledigen. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Das nervt so. Wisst ihr, man geht abends ins Bett und überlegt, boah, heute habe ich mal wieder einfach gar nichts geschafft. Also man hat was gemacht, aber nicht das, was man erreichen wollte, wisst ihr? Ich wollte euch hier noch so ein paar zeigen. Der kommt nämlich nicht ins Video. Aber das ist so eine typische Stelle. Ich checke mal eben meinen Highlighter ab. Ich so richtig so. Guck mal übrigens, was ich hier heute für ein Highlight drauf habe. Ich habe nämlich vorhin so ein bisschen ausprobiert mit Konturieren und Highlighten und so. Ich dachte, ich probiere mal ein paar neue Produkte aus. Und ich finde es nicht so cool. Also das zum Konturieren finde ich nicht gut, aber ich habe Highlighter drauf. Den Mary Luminizer habe ich mir jetzt endlich geholt und guckt ihn euch an. Ist das ein Traum? Und jetzt, ne, schneide ich mein Video. Ich habe gerade ein Päckchen von Sweet Kitchen erhalten bei Gökschen. Die haben halt so Low Carb Muffins, Nutella und sowas. Also alles ohne Zucker. Das hier ist zum Beispiel ein Muffin. Also die haben halt auch, wie ihr sehen könnt, vegane Sachen. Das hier ist die Sweetella. Vegane Nutella. Hier sind solche. Ich glaube, das sind so Trüffel, so Pralinen, irgendwas in der Richtung. Ich finde, das fühlt sich an wie Brot. Sind aber Kekse. Und als letztes ist hier noch ein Brownie drin. Einmal so eine Brownie-Schnitte. So. Hier ist einmal so ein Beispiel von so einem Kokosmuffin. Haha. 250 Kalorien, 10 Gramm Kohlenhydrate, 19 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Fett, wen es interessiert. Das sind jetzt die Sachen und ich will davon jetzt am besten eigentlich direkt mal was probieren. Eine sehr hübsche Lady mit Strumpfhose auf dem Kopf ist gerade bei mir und wir probieren gerade Sachen aus, weil wir in 2 Wochen Mottowoche haben und ich habe Sachen gekauft dafür. Okay, ich habe eigentlich heute gar nichts dafür gekauft, ne? Nur du. Nee. Also der Cookie hier schmeckt ganz gut, der schmeckt halt nicht besonders süß. Einfach nur so. Wie du aussiehst, Alter. Ich hab's ihn erklärt. Da ist ein Muffin drin, Brownie, so Trüffelpralinen so, dann die Nutella und diese Cookies. Und sie sind alle, was verstehen die denn so? Ja, also aus so verschiedenen Sachen. Also ich meine, zum Beispiel Lona und ich, wir ernähren uns jetzt nicht gerade Low Carb, also Schon. Immer Salat. wir essen eigentlich so hauptsächlich Kohlenhydrate, aber wieso nicht? Also ich meine, Ja, wen schmeckt das gut. interessiert, wer sich so Mit ernährt. Creme wäre das auf jeden Fall noch Ja, mit der geil. Nutella drauf. Hey. So, ihr Lieben, ich habe gestern mal wieder vergessen zu vloggen. Ihr könnt es nicht fassen. Es sind Minusgrade und mich hat die Motivation gepackt, joggen zu gehen. Und es war gar nicht so schlecht. Also ich hatte zwei Hosen an,
Eins, zwei, drei, drei so Oberteile und dann noch eine Jacke drüber. Eine Mütze und halt. Nike Freeze hatte ich an, aber da muss ich mir auf jeden Fall neue Schuhe kaufen, weil die bringen ungefähr gar nichts. Also die, wie nennt man das nochmal? Die supporten den Fuß überhaupt nicht. Auf jeden Fall habe ich gestern mal wieder nicht gevloggt. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie einfach vergessen. Ich bin manchmal irgendwie so ein bisschen dumm. Und ich gehe gleich auf jeden Fall duschen, aber Ilona ist gerade noch da, deswegen muss ich warten. Und was ich euch zeigen wollte. Wir waren gestern bei DM und ich dachte, ich zeige euch mal meinen Haul. Und zwar habe ich mal wieder meine Abschminktücher gekauft. Die benutze ich immer. Und ich habe gesehen, hier ist eine Gratis-Probe dabei. Repair- und Pflegeshampoo. Cool, ne? Dann habe ich mir hier mal so ein Sportgel gekauft. Keine Ahnung, irgendwie soll man das wohl während des Sports, wenn man irgendwie nicht mehr so viel Kraft hat und merkt, dass man so ein bisschen schlapp wird, soll man das anscheinend nehmen. Ich dachte, ich probiere das einfach mal aus, weil das sah so lecker aus. Mit Granatapfel, Himbeer, da dachte ich so, vielleicht nehme ich das auch nicht zum Sport, sondern einfach so. Vielleicht schmeckt das ja lecker. Dann habe ich mir zwei Deos gekauft. Einmal so eine Deo-Creme. Ich habe schon so eine Deo-Creme. Moment. Die war mal in irgendeiner Box drin, hier von Ponyhütchen. So ein Creme-Deodorant. Und ich mag das ganz gerne. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, das aufzubrauchen, weil da nicht so viel drin ist. Und ich dachte, ich teste das hier einfach mal. Und dann das zweite Deo, was ich gekauft habe, ist das hier. Das hatte ich schon mal und das mochte ich sehr gerne. Dann habe ich mir eine andere Duftrichtung geholt und irgendwie mag ich die nicht so gerne. Deswegen wollte ich wieder das haben. Ich habe diese beiden. Ist halt auch so wieder die gleiche Form. Das riecht halt so sehr frisch. Das riecht eher so nach Creme oder so. Deswegen mag ich den Duft davon lieber. Und das riecht halt eigentlich nach gar nichts. Dann habe ich mir meinen Pinselreiniger nachgekauft. Den kaufe ich immer von Evelyn. Dann habe ich mir wieder mein Batiste Trockenshampoo nachgekauft. Das ist einfach das beste Trockenshampoo. Ich muss irgendwie die ganze Zeit euch noch andere Sachen zeigen. Hier, ich habe dieses hier mir von Isana geholt. Es gibt nämlich jetzt auch eins von Isana. Das kostet irgendwie 2 € oder so. Also um einiges günstiger als das hier. Aber es sieht überhaupt nicht gut aus in den Haaren. Also das hier ist um einiges besser. Dann habe ich mir von Balea so eine Peel-Off-Maske gekauft. Ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Die ist tiefenreinigend und ich dachte, ich teste das mal. Dann habe ich mir Click-and-Go-Nails gekauft. Ich möchte mir ja schon ewig Gelnägel machen, aber ich bin mir immer nicht so sicher. Und ich dachte, ich probiere mal sowas aus. Die haben jetzt 3 € gekostet und die kann man mal für irgendein Event einfach mal dran machen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich die für die Glowcon dran. Vielleicht schaffe ich es auch, mir bis dahin Gelnägel zu machen. Ansonsten seht ihr mich mit diesen Nägeln dort. Werden wir sehen. Und dann habe ich mir ein Gesichtsöl gekauft. Ich dachte, ich teste das einfach mal. Also, ich kann noch nicht viel zu sagen, weil ich habe es gestern zum ersten Mal drauf gemacht und mir hat es bisher gut gefallen. Das war mein Haul. Wir haben natürlich noch Essen gekauft. Ich liebe es, bei DM Essen zu kaufen. Aber das waren so die kosmetischen Sachen. Und hier stehen übrigens die Sachen, die immer noch übrig sind von meinen Catrice-Sachen, vom Catrice-Event. Ich habe ja mein Video dazu hochgeladen, habe jetzt auch ganz viele Sachen an meine Familie verschenkt und so weiter. Habe schon die Sachen rausgenommen, die ich auf jeden Fall behalten möchte. Und hier werde ich mal sehen. Entweder werden die nach und nach irgendwann verlost oder ich frage noch andere Freunde. Ja. Aber eine Verlosung kommt noch. Und zwar werden nochmal Produkte kommen und die verlose ich dann an euch. Das werdet ihr dann aber auf Instagram sehen. Seht ihr diesen Stapel? Das sind die ganzen Klamotten, die ich eben anhatte. Deswegen, die müssen in der Wäsche und ich muss dann auch in der Wäsche bzw. in der Dusche, ne? Witzig. So, ich habe jetzt geduscht und jetzt gucke ich YouTube-Videos, schminke mich nebenbei und esse etwas. Ich habe so Haferbrei mit Bananen, also da ist Kakao drin, dann Bananen, Himbeeren und Erdnussmus obendrauf. Hallo. Elona. Hallo. Ich suche halt ein Regal oder irgend so ein kleines Schränkchen in meiner Ecke vom Zimmer. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall finde ich den hier nicht schlecht. Das ist einfach so mit offenen Türen, ein paar Regale. Und das hier nennt sich Drimnis. Den finde ich so ganz cool. Gibt es halt hier mit Gläsern, aber ich mag das geschlossen lieber. Das merke ich mir schon mal. Mal gucken, ob ich noch was anderes finde. Soll es ein Kissen sein? Steinhart. Ich teste auch ungefähr immer alle Betten bei IKEA. Das hier ist so ein Boxspringbett und ich möchte so gerne eins haben, aber es passt einfach nicht in mein Zimmer.
Ich habe ja immer noch so ein kleines, schmales Bett und ich möchte gerne ein größeres haben. Struggles of being a woman. Kommt dein Vater? Du hast da ja sowas zwischen der Nase, da hast du dir irgendwas hingeschmiert. Ich so. Ah, Wolfgang. Dein Pickel. Ja. Ich habe sogar irgendwie gerade gar keinen Pickel. Gib mal. Guck dich das an. Aber ist gut abgedeckt, aber es rettet mich nicht. Und ich habe jetzt übrigens einen Schrank gefunden. Ich nehme den, diesen Malm. Heißt das so? Malm-Kommode? Weiß ich nicht, wie das heißt. Gefällt mir gut, in schwarz-braun, genau passend zu meinen Möbeln. Und ich muss lauter dann irgendwie was da dekorieren. Ja, da muss man ja nicht gerade viel dekorieren. Doch, ja, irgendwas drauf. Ja. Das sind meine Haare. Bist du ein Mensch? Guckst du dich die ganze Zeit im Video an? Also guckst du dich die ganze Zeit an oder guckst du in die Lense? Ich guck die ganze Zeit mich an. Ich bin so eingebildet. Aber meine Haare sind auch hübsch. Findest du deine Haare auch heute zum Beispiel so hässlich? Nö, heute nicht. Sonst hätte ich die nicht offen gelassen. Ich habe die nämlich heute mal offen gelassen. Crazy girl. Lola ist schon wieder verliebt in Bettwäsche. Aber passt die zu Rose Gold? Oder ich weiß nicht, ich finde die gar nicht so hübsch. Ich finde, die sieht aus wie so ein... So, weißt du, das sieht aus wie so ein Bild. So, das sind die verschiedenen Blumenarten. Ja, das finde ich ja so schön. Das ist so... So, weißt du, das ist nicht so ein Muster, sondern das sind so einzelne Sachen. Das finde ich voll schön. Da stehen so Zahlen auch dran, wie auf so einem Teil. Nö, die habe ich nicht, aber ich wollte die mir mal kaufen. Aber ich glaube, die war ausverkauft letztes Mal. Ich finde die auch hübsch. Hier, dieses Muster. Nee, die mag ich nicht so. Oh, und das ist auf der anderen Seite gestreift. Wie heißt aber dieses Muster? Parsley, glaube ich, oder so? Finde ich auch richtig schön. Also ich habe jetzt diese hier gefunden. Das hier ist das Muster, das ist halt andersrum. Also nicht dunkel, sondern hell mit dem Muster. Finde ich auch ganz hübsch. Schon mal da eine cool für dich. Größe. Wir waren vorhin nach Ikea noch Sushi essen. Das war richtig lecker. Ich habe da jetzt nicht gevloggt. Ich war einfach so hungrig. Und dann war ich jetzt gerade noch bei einem Basketballspiel mit einer Freundin. Und jetzt hat Papi mich abgeholt. Danke, Papa. Mhm. Und... Jetzt geht's dann nach Hause. Bei mir ist so warm. Puh. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist gar schon gar kein Morgen mehr. Es ist schon 12.34 Uhr. Ich habe gerade ein Instagram-Bild gepostet und ich gebe mir da ganz schön viel Mühe. Also bei Gewinnspielen mache ich das immer gerne, dass es so schön ist. Sonst drapiere ich eigentlich nie Sachen hin und fotografiere die irgendwie. Ne? Auf jeden Fall habe ich hier meinen Bademantel hingelegt und dann diesen To Die For Swimwear Bikini. Den verlose ich jetzt auf Instagram. Moment. Hier ist der Post. Oh. Oh, der schlägt aber ein. Ja, wollen wohl viele den Bikini gewinnen. Ich finde ja auch die schön, ne? Ja, ich finde den auch hübsch. Ja, der muss auch sein, der sieht man so voll braun drin aus. Ich wollte auch eigentlich einen anderen, aber nur diese Form und noch irgendeine Form kriegt man bei so Blogger-Viechern. Also ich konnte mir einen anderen nicht aussuchen. Wir bauen jetzt meine Kommode auf. Papa, bist du aufgeregt? Ja. Ich vlogge mal wieder von meinem Bett, aber wie ihr merkt, steht mein Bett an einer anderen Stelle. Wie ihr seht, wir haben ein bisschen mein Zimmer umgeräumt. Und zwar steht jetzt hier mein Bett, dann kommt hier so ein Stuhl, wo ich immer noch nicht weiß. Denn hier ist meine neue Kommode. Das ist die, die ich gestern gekauft habe bei Ikea. Hier drauf liegen noch einmal Blogilates-Kalender vom letzten Jahr und dieser Kalender vom jetzigen Jahr, weil ich den hier abhängen musste, weil jetzt hier meine Kommode steht. Ja. Und das da übrigens sind zwei Kisten voll mit Sachen, die ich für meine Mottowoche besorgt habe. Und da kommt auch noch ein Video drüber. Ich bin da schon ein bisschen aufgeregt und that's me. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Pinsel waschen. Nebenbei mache ich mir dann immer Videos an. Und das hier habe ich jetzt zum Beispiel von Edda Vendetta, die Sneaker-Sammlung, dann von Uncut Fledermaus-Invasion und von Layla Rose, Huge USA Make-Up Haul. Und da bin ich so aufgeregt. Weil ich glaube, sie war bei in IMATS auf dieser Messe. Und ja, da bin ich schon aufgeregt, was sie Schönes gekauft hat. Ach, da steht's auch. Sephora, IMATS und Morphe. Und dann werde ich mal gucken, ob mir das reicht. 16 Minuten. Oh, hier weiß ich die Zeit nicht.
Ja doch, ich glaube, das schaffe ich in der Zeit, meine Pinsel zu waschen. Da stehen schon meine Pinsel übrigens. Ja. Vor allem der hier sieht so schön aus, weil ich den mit so einem dunklen Cream-Konterviech getestet habe. Sehr schön. So, die müssen jetzt erstmal gereinigt werden.